Ja, meine Damen und Herren, eigentlich fällt mir das Wort, um eine Frage zu stellen. Aber wir haben, denke ich, doch ein Handballspiel heute Abend gesehen. Und ein Spiel auf, ob das auf Augenhöhe war, weiß ich so nicht so richtig. Aber es war zumindest mal ein Handballspiel. Titi, ich denke, heute müssen wir ein Kompliment machen unseren Gästen, die heute das Spiel gewonnen haben. Mit mehr oder weniger, nicht mit Glück, am Schluss mit Können, sage ich immer so. In der ersten Halbzeit war das sogar noch, meiner Ansicht nach, besser mit unserer Mannschaft, weil unsere Mannschaft gerade 8 Tore gemacht hat in 30 Minuten. Wenn man das Spiel noch Revue passieren lässt, denke ich, wenn ihr eure Chancen verwertet hättet, wäre in der ersten Halbzeit vielleicht sogar viel, viel mehr drin gewesen. Ich denke, wir lassen immer den Vortritt, vielleicht mal aus deiner Sicht, mit dem glücklichen Gesicht eines Gewinners. Ja, danke. Vielen Dank dafür. Sonst ist ja der erste Satz immer, dass ich der Heimmannschaft gratuliere. Heute haben wir es endlich mal zu einer Stärke zurückgekommen. In der letzten Saison war es ja so, dass wir auswärts eigentlich erfolgreicher waren als zu Hause. Diese Saison war es ja umgekehrt, dass wir unsere Punkte mehr zu Hause geholt haben. Wir haben uns aber hier in Freiberg einiges vorgenommen. Wir wussten, dass uns Freiberg liegt. Und demzufolge sind wir auch an die Sache rangegangen. Von Anfang an stand unsere Abwehr sehr diszipliniert. Man kann sagen, durch den Wechsel, beziehungsweise auch durch das vorgezogene 5-1 konnten wir Freiberg immer wieder, sagen wir mal, in die Knie treten und haben den Freiberg den Streit im Angriff abgekauft. Unser Problem war, was schon gerade angesprochen war, dass wir unsere Tore einfach in der Anfangsphase nicht machen, dass wir zu viel Bälle liegen lassen. Dadurch ist es natürlich nicht die Spielerste Förderstunde, können wir es dann ein bisschen absetzen. Und in der zweiten Halbzeit war es eigentlich so, dass man anknüpfen wollte. An die erste Halbzeit kam ein bisschen in den Strauch hin. Freiberg führt, glaube ich, mit 15-13. Konnten dann wieder den Faden finden und, denke ich mal, haben dann eigentlich gezeigt, was wir können, dass wir uns zu keiner Zeit aufgeben. Ein überragender Torwart auf unserer Seite, aber nicht nur der Torwart, sondern die ganze Mannschaft hat kämpferisch überzeugt. Wir müssen einen Ausfall von Christian Herrmann Linkshänder ein bisschen verzeichnen, aber ich denke mal, wir können schon meine Mannschaft. Danke. Ja, Titi, er hat es ja eigentlich schon angesprochen, ich habe es vorher schon im Eingangsstatement gesagt, die erste Halbzeit war ja gar nicht so besonders von der HSG Freiberg. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, woran lag es, dass die erste Halbzeit überhaupt nicht, ich sage es mal von mir aus, überhaupt nicht zustande kam und der zweite Halbzeit auch viel weniger. Ich meine, das, was er gerade angesprochen hat, die HSG, die Mannschaft, die kam heute nicht klar mit dieser vorgezogenen 5-1-Deckung, absolut nicht klar, und das war vielleicht das Ergebnis, warum wir im Endeffekt verloren haben. Wenn man zu Hause die nächsten Tore wirft, ist ganz klar zu sehen, woran die Gründe lagen. Wir haben auch einige vergeben gegen überragenden Torhüter, aber der Hannes hat bei uns genauso stark gehalten. Also das, denke ich, war relativ ausgeglichen gewesen. Die Deckung hat wieder hervorragend gespielt. War wie in den letzten Spielen auch, aber wir sind aus der Deckung raus eigentlich fast überhaupt nicht in den Gegenstoß gekommen und vorne war dann letztendlich auch gegen diese offensive Deckung zu wenig Bewegung ohne Ball. Und auch das, was nochmal angesprochen wurde, zur Halbzeit nicht konsequent gespielt. Also wenn die 5-1-Spitze, also wenn die Spitze weit draußen steht, dass die Halbspieler in den Ball gehen und in den Ball von der Mitte gehen und dort attackieren nach rechts oder links, also zur Mitte, nicht nach außen, nicht mit dem Außenspielen, wurde Manndeckung gespielt. Und das war eben dann nur phasenweise 2-3 Mal der Fall gewesen. Und ansonsten waren das alles Einzelaktionen. Wir haben, wie schon gesagt, nur der im Ballbesitz war, hat sich bewegt. Und die Chancen, die wir dann gehabt haben, wurden noch vergeben. Und deswegen war logischerweise dann am Ende, stand logischerweise am Ende der Sieg von mir bis heute. Ja, er hat es gerade angesprochen, dass der Torwart von Oebisfelde durchaus heute eine sehr, sehr ansprechende Leistung geboten hat, sage ich jetzt mal ganz einfach. Aber ich denke, Andreas, ihr habt ja auch im Vorfeld durchaus auch Oebisfelde mal angeschaut oder kennt ja Oebisfelde. Im letzten Jahr hat es auch so ein bisschen so angedeutet, die HSG liegt uns. Ja. Letztes Jahr war es auch so, wir haben auch nicht gewonnen gegen Oebisfelde hier. Habt ihr nicht mal die Spieler mal das Wurfbild mal angeguckt, wo der Torwart vielleicht schlechter gewesen wäre? Alle Bälle in der Regel kamen alle nach unten. Nur dort, wenn die Bälle oben kamen, war
waren sie in der Regel drin, ansonsten war es schwierig. War das nicht abgestimmt oder was war da los? Das wussten die Spieler schon, aber Theorie und Praxis sieht dann immer ein bisschen anders aus. Normalerweise weiß es jeder, wo, sag ich mal, ich will nicht sagen die Schwächen liegen, aber wo wir am erfolgreichsten sein könnten gegen ihn. Und das haben wir eben viel zu wenig dann umgesetzt. Also der Karel, ich weiß, letztes Jahr in Oebisfeld hat er die Dinger von unten als Hüftwurf nach oben gezogen und das war ein ganz einfacher Tor gewesen. Heute wirft er so flach und unten ist er eben sehr, sehr stark in beiden Ecken. Ja, nochmal nach Oebisfeld, denke ich mal ganz einfach. Ihr fahrt heute Abend nach Hause, denke froh, fröhlich, mit Weihnachtsgefühlen, denke ich mal. Es war, ich denke, muss man Oebisfelder heute ein Kompliment machen, die haben sich nicht aufgegeben, ja, bei unserer Mannschaft, Andreas hat es angesprochen, die Laufbereitschaft war heute meiner Ansicht nach bei der HSG nicht so wie in anderen Fällen, vielleicht lag es auch daran, letzte Woche hoher Sieg, man gewinnt heute wieder so ganz einfach, so war das wahrscheinlich gedacht und das war nicht so. Ich muss dazu sagen, also das war auf gar keinen Fall so. Wir haben in den letzten Wochen mit 4-5 Feldspielern trainiert. Wir konnten im Angriff eigentlich überhaupt nichts machen. Wir haben Deckung versucht, auf die Deckung einzustellen, teilweise mit Torhütern, ja, mit dem Tino, mit dem Bert, mit dem Gerd draußen gespielt, dass wir wenigstens in der Deckung ordentlich stehen können. Angriffstraining war in den letzten Wochen überhaupt nicht möglich. Wir haben es ja gesehen, der Heiko, den haben wir heute kurzfristig von Falterfälle mit rangeholt. Julius Martikova hat die ganze Zeit nicht trainieren können, war die ganze Woche außer Gefecht. Wir brauchen nie darüber reden, weil es alles heute gefehlt hat. Und das war wirklich nicht heute das Problem des Spiels, sondern das Problem eindeutig im Training, dass wir im Training irgendwann an die Grenzen stoßen. Und dann kommt dazu, dass die 5-6 Mann, die immer zum Training sind, natürlich auch am Wochenende etwas, ich denke zum Beispiel an Max heute, etwas müde gewirkt haben. Stimmt, stimmt natürlich. So, jetzt nochmal nach Oebisfelde. Wie sieht es weiter aus in Oebisfelde? Heute mit dem Sieg, denke ich, kommt er so nah an die HSG ran. Mit, glaube ich, 3 Punkten sind wir jetzt hinter uns so in der Richtung. Wie geht's weiter? Ja, so ist besser. Ja, wurde gerade gesagt, nicht abstellen, das war halt unser Ziel, beziehungsweise einstellig. Da wollen wir uns hinbewegen, beziehungsweise sind da schon mal, sind auf Platz 7, denke ich mal, wenn alles gut klappt. Ja, wir wollen ja die Idee, also was heißt die Idee, wir wollen das Weihnachtsfest gehen, wir wollen die Spieler ein bisschen schonen, neue Kraft schöpfen und erneut in der Rückrunde angreifen. Die wird schwer, die Rückrunde, man hat es letzte Saison gesehen an Ronneburg, wo sie standen, wo sie nachher waren und da müssen wir gerade im Mittelfeld aufpassen, dass wir die Erwartungen nicht zu hoch nehmen, sondern jedes Spiel, jeden Zweikampf annehmen, die Punkte gerade zu Hause holen und vielleicht gelingt uns auch der ein oder andere Auswärtssieg. Aber nochmal davor, nochmal zu Freiberg, man darf nicht alles schlecht reden, muss ich sagen. Wir haben ja auch ein bisschen Videoanalyse betrieben, wir haben ein starkes Spiel zu Hause gegen Hermsdorf gespielt, letzte Woche in Erfurt. Wir wussten auch, dass der Torwart Vogel gerade gegen Hermsdorf ein grandioses 7 Meter gehalten. Was machen wir hier heute? Werfen natürlich wieder berühmt. Also so schnell geht das mit der Analyse und mit der Vorbereitung. Die Spieler wissen das, was an ihnen gesprochen wurde. Das zu umsetzen, das ist immer die zweite Sache. Aber ich denke mal, beide Mannschaften sind auf Augenhöhe, gutes Niveau heute gewesen. Ich denke mal, den Zuschauern war es ein gutes Handballspiel. Was wir hören werden. Wir haben das Letzte, sage ich mal, lassen, was wir stehen, ob es ganz so gut war. Das wird immer noch schwieriger, ich denke, meine Damen und Herren. Wir wollen das Gespräch heute Abend auch, ich denke, jeder hat so etwas einen betrübten Blick heute Abend, etwas sieht etwas so betrübt aus, nicht für die Oebisfelder, sage ich mal, aber für die HSG Freiberg. Ich denke, meine Damen und Herren, wir wollen den Oebisfeldern eine gute Heimreise wünschen. Die dauert noch einige Stunden, denke ich an. Vielleicht sehen wir uns nachher noch oben, möglicherweise. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, ein paar schöne Tage noch. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich denke, wir sehen uns am 14. Januar beim Heimspiel gegen den gegen Staßfurt hier in Freiburg wieder. Ich denke und ich hoffe, mit einer anderen Freiburger Mannschaft als wie die, die wir heute Abend hier gesehen haben. Dennoch, meine Damen und Herren, schöne Feiertage noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute.